Vielen Dank, dass ihr alle da seid. Ich bin komplett geflasht. Aus einer kleinen Schnapsidee vor 4, 5 Tagen hier eine Demo anzumelden, wo ich 300 Leute angemeldet habe. Also wir sind gestern Abend mit 50 Schleppern hier eingeritten. Und ich dachte mir, oh, wird das wohl noch was? Und als ich heute Morgen aus dem Hotel kam und sehe, einfach bis zum Stern hinten nur Schlepper, LKWs, Autos, ich war komplett geflasht. Danke dafür. So, kleine Geschichte, warum stehen wir denn eigentlich hier? Ich stand am 18. Dezember das letzte Mal hier auf diesem Platz. Da hat Herr Ruckwied angekündigt, ab dem 8. sind wir wieder hier. Nach kurzer Recherche haben wir festgestellt, hier ist hier gar keiner. Darum auch angemeldet, unter der Fahne der Freien Bauern, wo ich jahrelang schon Mitglied bin. Und dann haben wir es innerhalb von ein paar Tagen durchgezogen. Und da mal ein herzliches Dankeschön an alle die, die mich auf dem Weg hierhin begleitet haben. Wir haben das innerhalb von ein paar Tagen hingekriegt und sind so eine mega geile Truppe. Dankeschön. Ich habe auch noch 5 besondere Gäste hier. Ich stamme von der Nordseeinsel Föhr, also ein paar Kilometer weit weg. Die sind tatsächlich 500 Kilometer mit dem Trecker angereist, um heute dabei zu sein. Danke schön, dass ihr hier seid. Können wir ein bisschen lauter drehen irgendwo? Jetzt laut genug. Haut's hin. Super. Dann geht's weiter. Ich bin kompletter Amateur in der Nummer hier. Das erste Mal eine Demo angemeldet. Und nimmt's mir nicht übel, wenn ich mal ein bisschen am Rudern bin. Das ist wirklich das erste Mal auch, dass ich hier auf so einer Bühne stehe. So, kleine organisatorische Sache. Bei vielen Interviews, sonstigen, sind wir immer ein bisschen gen rechts gedrückt worden. Um eins klarzustellen, wir als freie Bauern stehen hier als astreine Demokraten, als Europäer und wir lassen uns nicht in eine Seite drängen, wir sind politisch neutral. Das will ich einmal betont haben, bevor wir hier weitermachen. So, was man merkt, wir haben nicht nur Schlepper in der Reihe zu stehen. Ich möchte auch wirklich Danke sagen an die Spedition, die hier vor Ort sind. Wir haben weiterhin die Handwerker und den gesamten Mittelstand hier auf die Straße bekommen. Und da bin ich einfach stolz drauf. Danke. Die Busunternehmer sind natürlich auch da. Danke! Und ganz herzlich bedanken muss ich mich auch bei der Berliner Polizei, bei der Versammlungsbehörde. Die haben mich wirklich unterstützt, das hier zu schaffen. Ich hätte nie gedacht, dass das so eine super Zusammenarbeit ist. Es klappt alles reibungslos, kurze Wege. Dafür ein großes Dankeschön an die Polizei und die Versammlungsbehörde. Danke! So, jetzt kommen wir ein bisschen zum Thema, warum sind wir hier? Wir sind hier, weil
so wie es viele wahrscheinlich schon aus den Medien mitbekommen haben, will die Regierung uns unseren Agrardiesel streichen und unsere grünen Nummernschilder nehmen, sprich die Steuerbefreiung. Ja, die haben sie ja und die Merle. Einen kleinen miesen Kompromissvorschlag haben wir schon bekommen. Die grünen Nummernschilder sollen wir behalten. Agrardiesel soll sowieso trotzdem ein Stück weit abgeschafft werden. Mit dem Kompromiss geben wir uns nicht zufrieden und werden auch dafür weiterkämpfen, dass es komplett vom Tisch kommt. Und darum sind wir hier. Trotzdem ist es bloß die Spitze des Eisberges. Wir Bauern haben in den letzten Jahren immer wieder mit politischen Gängelungen zu tun gehabt. Sei es einfach ein Green Deal, sei es Farm to Fork. Diese Sachen müssen einfach vom Tisch. Fertig. Genau so ist es. Weiterhin kamen seit 2017 Regelungen im Bereich Düngung, Pflanzenschutz, Tierhaltung. Es sollte doch einfach mal den Leuten überlassen werden, die davon Ahnung haben und nicht alles. Ja, bin kurz raus. Wir sind alles gelernte Landwirte und wir werden niemals unsere Böden verseuchen, unsere Tiere quälen oder sonst irgendwas. Wir machen einen guten Job, aber es wird einfach nicht wertgeschätzt. Und was viele auch immer nicht wissen, im Bereich Landwirtschaft, man kommt nicht mal in den Genuss, eine Rechnung zu schreiben. Alles, was wir mit dem Handel zu tun haben, bekommen wir Gutschriften. Und diese Gutschriften kommen mittlerweile von Monopolen. Darum stehen wir dafür, Zerschlagung der Monopole, um einen fairen Wettbewerb wiederherzustellen. Weiterhin, wie in vielen Bereichen, wächst die Bürokratie. Ich zum Beispiel sitze eigentlich 70% meines Arbeitstages nur noch im Büro, um etwas zu dokumentieren und zu rechtfertigen. Und bei der Kontrolle gibt es eigentlich keine Karenz. Es wird sofort Geld abgezogen bei uns. Und das kann nicht in Ordnung sein. Jeder kann mal einen kleinen Fehler machen. Das darf nicht sein. Dazu kommt, ich, der im Betrieb alle Ausbildungen genossen habe, sitze im Büro und habe immer weniger Zeit, mich um das zu kümmern, was ich eigentlich wirklich gut kann. Mein Acker bearbeiten, mich um meine Tiere kümmern, dass draußen die Praxis wirklich gut läuft. Und das darf nicht sein. Fachkräfte gehören dahin, wo sie ihr Geld verdienen. Zum anderen, bei der jetzigen oder seit Jahren schon in der Politik, wir haben keine Planungssicherheit mehr. Wir investieren sehr viel Geld in unsere Bereiche. Aber alle 4 Jahre wird alles wieder umgeschmissen und wir wissen gar nicht, ob Finanzierung sonstiges so stehen bleiben können. Das darf einfach nicht sein, dass ein Unternehmen, oder landwirtschaftliche Unternehmen, die wirklich über 20 Jahre hinweg und länger an einem Projekt arbeiten, um es auch zu refinanzieren, keine Planungssicherheit mehr haben. So, ich bin soweit durch. Ich würde jetzt ganz gerne abgeben an Reinhard Jung von den Freien Bauern. Reinhard, freue mich, dass du hier bist. Mal einen kleinen Applaus für ihn. Liebe Berufskollegen, ich begrüße euch alle hier herzlich in Berlin im Namen der Freien Bauern Deutschland. Wir vertreten die ganz normalen Bauern, die mit eigener Hände Arbeit ihren eigenen Hof bewirtschaften. Eigentum und Arbeit, das macht den bäuerlichen Familienbetrieb aus und das macht ihn überlegen gegenüber jeder anderen Agrarstruktur. Deshalb brauchen wir nicht weniger Bauernhöfe, wir brauchen mehr Bauernhöfe. Und wir brauchen nicht
wenige große Betriebe, wir brauchen viele starke Betriebe. Und wir brauchen eine Berufsvertretung, die völlig unabhängig ist von Politik und Industrie. Keine finanziellen und personellen Verflechtungen. Das sind unsere festen Überzeugungen. Das unterscheidet uns von allen anderen Agrarorganisationen. So viel schon mal zur Einordnung vorab. Außerdem jetzt auch von meiner Seite natürlich erstmal nochmal ganz herzliches Dankeschön an Frerk, unseren, das hat er ja gar nicht gesagt, unseren Häckslerfahrer aus Berlin, der am 18., als wir hier nicht auf die Bühne durften, der am 18. Mit der Häckselung von rot-gelb-grünen Strohballen am Rand der Bühne dann doch für das nötige Medienecho, die nötige Aufmerksamkeit gesorgt hat. Und damit so ein bisschen zum Social Media Star geworden ist. Aber das hat er auch verdient. Nein, und Frerk hatte diese Idee, lass uns doch, meine Güte, da ist nichts, lass uns doch in die Bresche springen, lass uns doch hier anmelden. Hatte die Idee und ich habe gesagt, meine Güte, ich weiß nicht, wo der Kopf mir steht, ich arbeite seit Weihnachten durch. Und dann hat er gesagt, komm Reinhard, ich mach das, ich nehme das dir ab. Er hat mich komplett entlastet, er hat alles hier organisiert. Dafür ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, Frerk. Ein ganz großen Applaus. Frerk ist auch ein lieber Berufskollege aus meiner Nachbarschaft. Damit kommen wir zu mir. Ich bin, wie gesagt, Reinhard Jung, Politikreferent der Freien Bauern, bewirtschafte in der Prignitz in Brandenburg einen kleinen Grünlandbetrieb mit Mutterkuhhaltung und Ochsenmast, Deutsche Rotbunte Milch und Fleisch, Harmonie und Leistung. Normalerweise bin ich noch besser bei Stimme, jetzt schafft das das Mikrofon und die Chemie, hat mich mit einer ziemlichen Grippe hier hingeschleppt. Aber wie gesagt, funktioniert, und wenn das Mikrofon jetzt auch funktioniert, und auch die Teilnehmer der Demonstration ganz hinten mich verstehen können, dann ist ja alles gut. Wichtig war, Frerk hatte mich gebeten, ich sollte dann die Rede halten, und dann zählt eine Grippe nicht. Dann zählt eine Grippe nicht. Einer hilft dem anderen und jeder gibt alles, auch wenn er gerade aus dem letzten Loch pfeift. Liebe Berufskollegen, so denken wir, so leben wir, und genau so, mit Verantwortung und Solidarität, führen wir unsere Betriebe. Und deshalb sind wir Bauern stark. Würden wir unsere Betriebe so führen wie die Bundesregierung unser Land, wären wir schon lange Geschichte. Zur Sache. Heute protestieren Landwirte und andere Berufsgruppen überall in Deutschland gegen die falsche Politik der Bundesregierung. Wir freien Bauern fordern ein Umsteuern in der Agrarpolitik statt ungerechter Steuern. Die geplanten Steuererhöhungen, Wegfall von Agrardiesel und grünen Nummernschilder, sind doch nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Gut, der Wegfall der grünen Nummernschilder, das wäre schon bitter gewesen, weil er einen Haufen Bürokratie nach sich gezogen hätte, und davon haben wir genug. Aber wer würde sich heute ernsthaft über das bisschen Rückvergütung beim Agrardiesel streiten, hätten wir noch die Preise vom Wirtschaftsjahr 2022-2023? Liebe Berufskollegen, aber wir haben eben nicht die Preise vom Wirtschaftsjahr 2022-2023. Und das unter anderem, weil die Bundesregierung die Grenzen zur Ukraine geöffnet hat, ohne unsere Landwirtschaft vor Billigimporten zu schützen, so wie das Polen, Ungarn und die Slowakei getan haben. Warum hat sie das denn getan? Und der Punkt ist doch, dass wir eine Politik erleben,
seit Jahren, die unsere Landwirtschaft aufs Gröbste missachtet. Nicht erst seit der Ampel, auch schon davor. Und deshalb protestieren wir eben auch gegen ungerechte Steuern. Straßenbau darf nicht von denen finanziert werden, die auf dem Acker fahren. Aber wir protestieren genauso gegen eine falsche Landwirtschaftspolitik. Wir wollen mehr. Wir wollen, dass unsere Landwirtschaft wieder einen festen, anerkannten Platz in der Gesellschaft erhält. Dafür gehen wir heute auf die Straße, überall in Deutschland und auch hier am Brandenburger Tor. Und deshalb gehe ich nochmal auf die einzelnen Punkte an, die Frag teilweise schon angesprochen hat. Was brauchen wir? Auf unserem Flugblatt, was hier vorne ausliegt und auch verteilt wird, stehen die Forderungen ja drauf. Schluss mit den EU-Programmen Green Deal und Farm to Fork. Rücknahme aller Dünge-, Pflanzenschutz- und Tierhaltungsregeln seit mindestens 2017. Aufkündigung von Freihandelsabkommen und zollfreien Importen, die Preisdruck ausüben. Zerschlagung der Monopole in Lebensmitteleinzelhandel und Lebensmittelindustrie. Verbot von Gentechnik und Laborfleisch. Und Feuer frei auf die Wölfe. Das sind die Forderungen der freien Bauern. Warum eigentlich, liebe Berufskollegen, sind es in diesen Tagen nicht die Forderungen aller Agrarorganisationen? Darüber kann ja jeder mal nachdenken, der noch nicht Mitglied bei uns ist. Warum redet der Bauernverband immer nur über den Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat, und nicht über den Inhalt des Fasses? Gerade jetzt, wo wir so viel Bewegung haben, so viel Geschlossenheit, warum versucht der Bauernverband stattdessen, uns in die rechte Ecke zu stellen und verleumdet uns? Was ist da eigentlich los? Wir Berufskollegen, Agrarpolitik ist nun mal nicht schwarz und weiß. Aber es ist wichtig, eine Linie zu haben. Es ist wichtig zu wissen, was man will, sonst machen andere mit einem, was sie wollen. Und deshalb nochmal zu den 5 Punkten im Einzelnen. Schluss mit den EU-Programmen Green Deal und Farm to Fork. Diese Programme sind ausgerichtet auf eine Reduzierung von Landwirtschaft, auf eine Reduzierung der landwirtschaftlichen Produktion. Und das ist ein Fehler. Und das kann mir auch niemand erzählen, dass die Reduzierung der landwirtschaftlichen Produktion, also der Erzeugung von Lebensmitteln aus eigener Fläche, dass das dem Umwelt oder dem Klima auch nur in irgendeiner Weise dienen kann. Das ist Quatsch. Wir brauchen 2 Parameter für eine erfolgreiche Agrarpolitik, sind möglichst viele Selbstständige und eine möglichst hohe Selbstversorgung. Darum geht es bei der Agrarpolitik. Deshalb weg mit Green Deal und Farm to Fork. Viele Bauernhöfe und einen hohen Selbstversorgungsgrad mit Lebensmitteln. Dafür stehen wir ein. Dann Rücknahme aller Dünge-, Pflanzenschutz- und Tierhaltungsauflagen, die uns seit 2017 ideologisch bevormunden. Wir haben Kompromisse vorgesetzt bekommen, immer wieder Kompromisse. Aber wenn diese Kompromisse fachlich falsch sind, kann man sich damit nicht abfinden. Die Düngeverordnung, habt ihr sie schon vergessen? Nein, die Düngeverordnung ist auf der Grundlage von manipulierten Daten des Bundesumweltamtes an Brüssel beschlossen worden. Das sind falsche Zahlen gewesen und auf Grundlage von falschen Zahlen werden wir uns nie damit abfinden, dass wir in unserer Produktion, in der bedarfsgerechten Pflanzenernährung reglementiert werden in einer Weise, die fachlich nicht in Ordnung ist. Und deshalb ist es Zeit, heute auch zu sagen, nein, diese Auflagen müssen weg, sie müssen neu verhandelt werden.
Wir wollen die Umwelt schützen, wir wollen das Wasser schützen, wir denken ja an die nächste Generation, aber sie müssen neu verhandelt werden mit Fachverstand und unter der Devise, dass wir hier eine leistungsfähige, starke Landwirtschaft in unserem Land behalten. Der dritte Punkt, Aufkündigung von Freihandelsabkommen zollfreien Importen. Die Abkommen mit Kanada und Neuseeland sind zu lösen. Es ist irre, wir haben mit den Grünen gemeinsam demonstriert gegen CETA und Mercosur. Vor einem Jahr haben die Grünen CETA durchgewunken. Und der Özdemir fährt in den Regenwald und lässt sich da filmen, wie er zertifiziertes Rindfleisch mit dem Ökostempel aus Brasilien hier einführen will. Das ist doch Wahnsinn! Was soll das Ganze? Deshalb Aufkündigung der Freihandelsabkommen mit Neuseeland, mit Kanada, Abbruch der Freihandelsverhandlungen mit den Mercosur-Staaten, keine Wiederaufnahme mit der USA, Zollgrenze zur Ukraine, damit dieses Billiggetreide aus der ukrainischen Agrarindustrie mit ganz anderen sozialen, ökologischen Standards, ich glaube, die haben da 1,50 Euro Mindestlohn, das darf nicht mehr unserem guten Getreide hier Konkurrenz machen. Und wo wir schon dabei sind, wollen wir auch die Importe von Soja und Palmöl reduzieren. Wir brauchen keinen gentechnisch veränderten Sojadreck aus Südamerika. Wir können ja auch selber Eiweißfutterpflanzen anbauen. Zerschlagung, viertens, Zerschlagung der Monopole im Handel und Lebensmittelindustrie auf der Grundlage der Kartellrechtsreform. Immerhin hat die Bundesregierung, eines der ganz wenigen guten Vorhaben der Ampel, eine Kartellrechtsreform auf den Weg gebracht. Nur leider kommt sie nicht voran und nur leider werden die entsprechenden Sektoruntersuchungen nicht vorgenommen, mit denen man handeln könnte. Wir verlangen, diese Kartellrechtsreform umgehend zu verabschieden und dann unverzügliche Entflechtungsanordnung gegen Edeka, Aldi, Rewe, Lidl, DMK, Ala, Westfleisch, Vion, Tönnies und wie die ganzen Blutsauger noch heißen. Wir brauchen Wettbewerb. Wenn wir Steuern zahlen wollen, müssen wir erstmal Geld verdienen. Und wenn wir Geld verdienen, brauchen wir Wettbewerb im Lebensmitteleinzelhandel und mit der Lebensmittelindustrie und nicht diese gnadenlose Ausbeutung der Bauern, die stattfindet. Und eine Vertragspflicht mit festbezifferten Preisen für alle Lieferbeziehungen, auch für Milch und Fleisch. Und eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher im Supermarkt feststellen, woher die Lebensmittel kommen, die sie kaufen. Zu diesem Punkt muss ich noch mal eine kleine Sache ergänzen, weil das ist wirklich eine Sache, wo wir mit der Bundesregierung im Augenblick vorankommen, insbesondere bei den Lieferbeziehungen Milch. Ist die Bundesregierung dabei, eine Verordnung auszuarbeiten, die eine Vertragspflicht mit fest bezifferten Mengen und Preisen vorsieht. Das wäre ein Riesenschritt voran und in dem Fall arbeitet der Bauernverband, die Milchindustrie und die CDU/CSU dagegen. Es ist nicht alles schwarz und weiß und trotzdem von der Ampel, warum kommt das erst jetzt? Wir haben diese Forderung schon vor zwei Jahren, als die Ampel völlig neu in die Regierung kam, aufgestellt und jetzt bewegt sie sich. Aber das muss man dazu sagen, hier ist Bewegung im Spiel und hier bleiben wir natürlich auch als Lobbyorganisation dran. Fünftens, Verbot von Gentechnik und Laborfleisch feuerfrei auf Wölfe. Gentechnik und die damit verbundenen Patente bedrohen die unternehmerische Freiheit unserer bäuerlichen Betriebe. Laborfleisch bedroht die natürliche Eiweißversorgung der Menschen.
Und Wölfe bedrohen die Weidetierhaltung. Dieser ganze Schmuh muss weg. Wir wollen das nicht haben. Wir wollen eine natürliche regionale Ernährung. Und dafür brauchen wir den Quatsch nicht. Zu diesem Punkt auch noch ein paar Worte. Als die Ampelkoalition begann, waren wir froh, Julia Klöckner los zu sein. Und offen für konstruktive Zusammenarbeit. Wenn sich die Grünen bei der Gentechnik durchsetzen und die FDP beim Wolf, ist ja alles in Butter, haben wir uns gedacht. Leider sieht es gerade so aus, als läuft es genau umgekehrt. Und da kommen wir wieder dazu, dass Agrarpolitik eben nicht schwarz und weiß ist. Deshalb, so berechtigt und eigentlich überfällig die Forderung nach einem Ende der Ampelkoalition ist, welche Koalition würde uns denn im Augenblick voranbringen? Ganz schwierige Frage. Wenn wir gute Kontakte zu Politikern haben, dann immer nur zu einzelnen Personen in den alten und neuen Parteien. Wir brauchen mehr Politiker, die auf uns Bauern hören. Und wir brauchen vor allen Dingen eine Berufsvertretung, die klar ausspricht, was wir Bauern denken, ohne billige Anbiederung und vornehme Zurückhaltung. Klartext für unsere bäuerlichen Interessen. Deshalb nochmal, liebe Berufskollegen, Schluss mit Green Deal und Farm to Fork. Rücknahme aller Auflagen, Düngung, Pflanzenschutz und Tierhaltung seit 17. Aufkündigung der Freihandelsabkommen, Zerschlagung der Monopole, Verbot Gentechnik und Laborfleisch, feuerfrei auf Wölfe. Wir freien Bauern stehen für ein grundsätzliches Umsteuern in der Agrarpolitik. Alle Anstrengungen müssen darauf gerichtet sein, den Selbstversorgungsgrad mit Lebensmitteln und die Zahl der Selbstständigen zu erhöhen. Das ist Fortschritt, alles andere ist Rückschritt. Verantwortungslos nicht nur gegenüber dem Berufsstand, sondern verantwortungslos gegenüber dem ganzen Land. Denn nichts ist wichtiger, als dass alle genug zu essen haben. Und das Umsteuern fängt im Kopf an. Deshalb möchte ich zum Schluss nach dem Fass wieder auf den Tropfen zurückkommen, der es zum Überlaufen gebracht hat. Auf den Beschluss der Bundesregierung, rund 1 Milliarde Euro einzusparen durch Wegfall von Agrardiesel und grünen Nummernschildern. Wie gesagt, nur der Tropfen. Aber bereits in der Ankündigung dieser Einsparung steckt alles drin. An dumm dreisten Täuschungsmanöver, verlogener Klientelpolitik und Arroganz der Macht. Wir wollen klimaschädliche Subventionen abbauen, sagt die Bundesregierung. Klimaschädliche Subventionen.